Könnte es sein, dass Oliver der Polizei den Tipp gegeben hat? Niemals. Es ist doch mein Freund. Ja, wer sollte es sonst gewesen sein? Was mit dir, Florian? Ist anders? Nein, nichts ist. Was ist Stress mit Anna, oder? Oh je, das sind ja meine Lieblingsfarben. Von wem hast du die? Kennst du nicht. Mach's doch nicht so spannend. Hat es etwa was mit Oliver zu tun? Ja. Oliver ist wahrscheinlich in den Morten Konrad verwickelt. Sag mal, spinnst du, dass du jetzt schon andere Leute beschuldigst? Mach nicht so ein Gesicht, du verschreckst die ganzen Rehe. Na, die kommen so und so nicht, bei deinen Klamotten. Wie lange müssen wir denn hier bleiben? Nur ein paar Tage. Wenn mein Plan klappt, seid ihr bald wieder zu Hause. Was denn für ein Plan? Das erfährst du, wenn es soweit ist, ja? Aber du versprichst mir, im Hause zu bleiben. Versprich es mir. Ich verlasse mich auf dich. Notfalls bindest du ihn fest. Ja, ja, er hat keine Chance gegen mich. Er weiß es noch nicht. Kann ich dir irgendwie helfen? Nee, nee, lass mal. Weißt doch, große Köche haben so ihre kleinen Geheimnisse. Susanne. Hallo, Chefkoch. Danke, mein Junge. Du, Mensch, was gibt's denn hier Feines? Ja, lass dich überraschen. Nimm die Haare aus dem Essen. Ja, Talok. Susanne, stell dir doch mal vor, ein Wunder. Du warst noch nicht ganz weg. Dann springe ich in das Wasser rein, habe ein total bombiges Gefühl, ziehe voll durch. Und was passiert? Na bitte, was passiert? Bestzeit passiert. Und weshalb? Na weshalb? Weil du mich besucht hast. Das wäre dadurch der Knoten geplatzt. Okay. Also was ist mit dir? Habe ich das falsch gemacht? Siehst mich mal an. Susanne, wenn ich was ernst meine, dann ist es das, dass ohne dich alles zusammenbricht. Entschuldige bitte, ich habe schreckliche Kopfschmerzen. Ah ja, Kopfschmerzen. Echo. Weißt du, was die hat? Lecker. Dosensuppen. Die habe ich monatelang jeden Tag gegessen. Die machen süchtig. Gut, Themenwechsel. Wo wir hier schon so komisch im Wald rumsitzen und uns gegenseitig was vorlöffeln, könnte der geheimnisvolle Fremde doch endlich einmal mit seinem Problemchen rüberrücken. Was sind für Problemchen? Oh, unser Unschuldsengel. Soll ich mal aufzählen? Ein unbekannter Fremder taucht auf. Auf einmal ist Fiona nicht mehr fröhlich. Nein, sie ist besorgt und zuckt bei jedem Anruf zusammen. Dann muss sie ihm auch noch neue Kleidung besorgen. Und er verschwindet so plötzlich wieder, wie er aufgetaucht war, um dann mit einem ziemlich ledierten Arm wiederzukommen, von dem er behauptet, er sei nur angekratzt. Und jetzt das hier. Ach komm, mich kannst du doch nicht für dumm verkaufen. Los, raus damit. Also gut, ich werde gesucht. Von der Mafia? Und wenn sie dich finden? Na, von der Polizei. Ach so, von der Polizei. Du scheinst nicht besonders beeindruckt zu sein. Ist das wirklich schon 10 Jahre her? Ja, ganze 10 Jahre. Und du bist kein Tag älter geworden. Erich, Komplimente waren noch nie dein Fachgebiet. Ich schaue jeden Tag in den Spiegel. Wie ist es dir denn so ergangen? Na, wie schon. Um 8 Uhr morgens sitze ich Tag für Tag am Schreibtisch im Präsidium. Und wenn ich Glück habe, bin ich zur Tagesschau wieder zu Hause. Und das ist alles? Seit Margit tot ist. Ach. Das tut mir aber leid. Seit wann ist sie denn? Letztes Frühjahr. Und du? Spielst du immer noch die Mutter der Entrechteten und Enterbten? Deshalb bist du hier.
Du hast doch von dem Fall Konrad gehört. Du meinst diese Mordsache in dem Kölner Fitnesscenter? Genau die. Habe ich anfänglich verfolgt, aber das Sache der Kölner. Warum fragst du? Deine Kölner Kollegen suchen den Falschen. Ich weiß es aus absolut verlässlicher Quelle. Woher hast du diese Information? Du weißt, dass ich dir das nicht sagen werde. Fiona, bei aller Freundschaft, du bewegst dich auf gefährlichem Terrain. Das Zurückhalten von Informationen, die zur Ergreifung eines Täters führen können, ist strafbar. Eben. Deswegen reden wir ja zusammen. Warum tue ich das? Weil du ein netter Mensch bist. Also gut. Was weißt du? Oliver Kopf. Er ist der Geschäftsführer des Fitnessstudios. Deine Kölner Kollegen sollen ihn mal ganz genau unter die Lupe nehmen. Mehr kann ich dir jetzt nicht sagen. Gut, ich spreche mit den zuständigen Beamten. Danke. Hast du gar keine Angst? So ganz allein mit einem gesuchten Verbrecher? Nee. Du bist doch total harmlos. Naja, mit dieser Meinung stehen du und Fiona momentan allein da. Die richtig harten Jungs sehen anders aus. Na, du weißt ja gut Bescheid für deine 18 Jahre. Ja. War blöd von mir, ich weiß. Du hast auch Stress mit deinem Alten gehabt, stimmt's? Mit 15 bin ich abgehauen. Mein Vater hatte sich eine neue geahndet. Obwohl meine Mutter erst ein Jahr tot war. Na, vielleicht wollte er nur, dass du eine neue Mutter... Es ist mir doch scheißegal, was er wollte. Ich habe mich um meinen Bruder gekümmert. Er hätte warten können. Wahrscheinlich hatte er schon was mit der Frau, als meine Mutter noch lebte. War sie so schlimm? Mit nur Krach. Am Tag, nachdem sie geheiratet hatten, war ich weg. Aber mein Vater hat mich zurückgeholt. Ja, und dein Bruder? Oh, der fand sie toll. Sie war ja kaum älter als ich. Ja, und wann bist du endgültig ausgezogen? Er hat mich verprügelt. Zum ersten Mal hat mich mein Alter so richtig windelweich geprügelt. Eine halbe Stunde später war ich weg. Und diesmal richtig. Ich habe sie nie wieder gesehen. Ja, und dann? Straße. Ohne Fiona hätte ich... Was hättest du ohne Fiona? Es geht dich nichts an. Ohne Fiona wäre ich auch total aufgeschmissen. Na, hoffentlich geht das alles gut, was sie jetzt vorhat. Ja, hoffentlich. Schenkst du mir noch Kaffee ein, bitte? Der steht da hinten. Sag mal, was hast du denn jetzt? Komisch, wollte ich dich gerade fragen. Kopfschmerzen wird man wohl noch haben dürfen. Demnächst hole ich mir eine schriftliche Genehmigung. Neulich warst du nach der Meinung, das wäre das optimale Mittel gegen Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, was du meinst. Ach nein, gnädige Frau, scheint sich heute Morgen an gar nichts mehr zu erinnern, ja? Morgen. Das ganze Haus duftet ja schon nach Kaffee. Beste Morgenstimmung, wie? Denkst du wieder an die Einsteckhöhlen und die Karteikarten, wenn du ins Büro gehst? Ich gehe heute nicht ins Studio, ich arbeite hier für die Uni. Ei. Das ist ja toll. Was ist mit deinen Versprechungen? Sind alle ruhig im Wind, oder was? Oliver, ich helfe dir und wir halten zusammen und wir packen das schon, ja? Und was ist mit meinem Studium? Das ist ja wohl egal. Meine Zukunft, was ist das schon? Hauptsache ein Herr Oliver Kopp kriegt seine Sache geregelt. Ich geh jetzt duschen! Ich habe heute Nacht kaum mein Auge zugetan. Hast du eigentlich nichts gehört? Nee, was soll ich gehört haben? Hänsel und Gretel, das Märchen. Ich habe es mir selbst erzählt. Bin ständig aufgewacht und dachte, ich wäre taub. Irgendwas musste ich sagen, um wenigstens meine Stimme zu hören. Ich habe vielleicht 3 Stunden gepennt. Also ich habe geschlafen wie ein Stein. Das war nicht zu überhören. Als ich die Hexe zum dritten Mal verbrannt habe und endlich schlafen konnte, da hast du die Bäume um das Hexenhaus zersägt. Tut mir leid. In Amerika habe ich viel einsamer gelebt als hier. Du warst in Amerika? In Aspen. Ich habe als Snowboardlehrer gearbeitet. Wo ist denn das? Aspen? In den Rocky Mountains. Ah, jeden Morgen früh raus und ab in den Wald. Den ganzen Tag die Berge rauf und runter und das bei eisiger Luft. Das war nach Zeiten. Oh, das wäre nichts für mich. Würde dir aber auch ganz gut tun. Oh nein, das glaube ich nicht. So viel Sauerstoff haut meine Lungen nicht aus. Das heißt, dann muss ich meinen Wald noch jetzt alleine machen? Bild dir bloß nicht ein, dass ich nicht wüsste, was du vorhast. Friedenau ist ja wohl ganz in der Nähe. Also als Knastwächterin würdest du eine prima Zukunft haben. Du hast es
Fiona versprochen. Okay, überleg's dir. Entweder du bleibst hier oder du gehst. Aber wenn du gehst, dann hast du wahrscheinlich gute Chancen, bei Bekanntschaft mit echten Knastwächtern zu machen. Und dann wirst du dich noch mehr zurücksehen. Heute fällt der Aufsichtsrat die Entscheidung. Morgen. Morgen, Julia. Und ich bin sicher, dass sie positiv ausfällt. Immerhin weiß die Agentur, was für einen fähigen Partner sie mit mir gewinnt. Das freut mich für dich, Henning. Wie wär's, wenn wir uns heute Abend alle im Penthouse treffen und auf Henning anstoßen? Sein erster selbstständiger Schritt in die Geschäftswelt, das muss doch gefeiert werden. Schöne Idee. Gern. Julia, komm, zieh dich an. In 10 Minuten fahr ich los. Nee, ich komm halt nicht mit nach Düsseldorf. Ich fühle mich nicht wohl. Sag mal, übertreibst du dein Liebeskummer jetzt nicht ein bisschen? Schwesterchen hat Herzeleid und schon kann sie nicht mehr arbeiten. Henning. Das ist doch wahr. Ganze Wochenende schleicht sie ja schon durchs Haus wie das leibhafte Elend und vermisst die Stimmung. Nur weil dieser Proll sie hat sausen lassen. Das hab ich nicht sausen lassen. Henning, unter meinem Dach wird nicht in diesem Ton mit einer Frau gesprochen. Haben wir uns da verstanden? Ja. Du entschuldigst dich jetzt bei deiner Schwester und unterlässt in Zukunft diese taktlosen Bemerkungen. Ich glaube, das ist jetzt eher eine Sache von Frau zu Frau. Besonders feinfühlend benimmt er sich nun wirklich nicht. Wollen wir mal ehrlich. So ein bisschen Recht hat er doch auch, oder? Nein, ihr begreift das alle nicht. Ich weiß, dass es so aussieht, als wäre er für immer fort. Ich fühle das in mir, dass er mich braucht. Und dass ich ihn brauche. Liebesgefühle können lügen, auch wenn sie noch so stark sind. Wenn du älter bist, wirst du das verstehen. Er ist fort. Und je eher du das einsiehst, umso besser ist es für dich. Zu taktvollem Benehmen gehört auch, dass man nicht alles gleich laut hinausposaunt, was man sieht. Julia ist doch kein Kind mehr. Sie wird sich doch wohl mit den Tatsachen abfinden können. Wie lange kennst du jetzt deine Schwester? Oh. Muss doch mittlerweile gemerkt haben, dass man bei ihr nur mit Geduld und Verständnis weiterkommt. Und wer hat sowas mal für mich aufgebracht? Von Anstetten? Ja, am Apparat. Ich freue mich, dass Sie anrufen. Ach, verstehe, ja. Ist schade. Kann man nichts machen. Ich rufe Sie wieder an. Sie haben abgelehnt. Diese eingebildeten Affen haben einfach abgelehnt. Und mit welcher Begründung? Weil der Herr Seniorpartner angeblich wichtige Kunden mitnimmt und eine Beteiligung nur an jemanden vergeben werden kann, der neue Kunden mitbringt. Klingt eigentlich einleuchtend. Für eine Werbeagentur ist doch der Kundenstamm das wichtigste Kapital. Nur lass doch nicht gleich wieder den Kopf hängen. Sieh es als Herausforderung. Für neue Zeiten. Aber je höher man hinauskommt, desto dünner wird die Luft. Du schaffst es. Ich weiß es. Glaubst du es wirklich? Ganz bestimmt. Soll ich dir einen Toast machen? Danke, ich habe keinen Hunger. Eine Pause tut dir aber gut. Wir reden ein bisschen und du erzählst mir, was Oliver alles so falsch macht. Hm? Erwartest du jemanden? Ich wüsste nicht, wer uns jetzt besuchen sollte. Guten Tag, dürfen wir reinkommen? Guten Tag, Herr Kopp. Tag. Ja, eigentlich wollten wir Ihren Sohn sprechen, ist er nicht zufällig hier? Nein, er ist schon bei der Arbeit. Gibt's was Neues? Nicht für Sie, die Ermittlungen sind längst noch nicht abgeschlossen. Und vorher, das müssen Sie verstehen, da kann ich nun wirklich nichts sagen. Lassen Sie sich überraschen. Ja, Herr Kopp, wo wir jetzt gerade hier sind, eine Frage noch. Sie erinnern sich doch an diesen besagten Abend, den Abend des Mordes. Oliver kam nach Hause. Ja? Ja, aber das habe ich doch schon alles zum Protokoll gegeben. Ja, wir wollen es nur noch mal präzisieren. Was taten Sie genau in dem Augenblick, als Oliver die Wohnung betrat? Ich habe mich ausgeruht. Ausgeruht, ja. Und dabei sind Ihnen auch schon mal die Augen zugefallen. Möglich.
möglich. Oder wissen Sie es genau? Ich bin immer wieder mal kurz eingenickt. Und als Ihr Sohn zur Tür reinkam? Bin ich natürlich aufgewacht. Das Türgeräusch war ziemlich laut. Ja, und dann haben Sie sofort auf die Uhr gesehen, nehme ich an. Nein, ich wusste ja, dass es 6:30 war. Woher? Weil Oliver immer um 6:30 nach Hause kommt. Und wenn er ausnahmsweise eine halbe Stunde später gekommen wäre? Dann hätten Sie es nicht bemerkt. Nein, wahrscheinlich nicht. Warum wollen Sie das alles wissen? Warum? Das ist eine gute Frage. Wir möchten uns ein genaues Bild von der Sachlage machen. Und das ist alles. Wiedersehen. Ja. Hallo, Mutter. Du. Na, endlich mal ein erfreulicher Anblick. Gute Modedesigner scheinen auszusterben. Dafür werden die Schlechten immer dreister. Was führt dich zu mir? Ich wollte... Es geht um Geschäfte. Mit mir? Ja. Ich höre. Du weißt, dass nicht nur das Design über Erfolg oder Misserfolg eines Produkts entscheidet. Mindestens ebenso wichtig. Vielleicht sogar noch wichtiger ist eine gute Vermarktung. Liebling, ich bin seit 16 Jahren in diesem Geschäft. Sag mir einfach, was du willst. Du hast mitbekommen, dass die Agentur Bedingungen stellt. Ich wollte dich fragen, ob du eine Möglichkeit siehst, mir zu helfen. Da wird der Wind. Es wäre purer Leichtsinn, wenn ich von jetzt auf gleich den gesamten Account von Linie Clarisse einer fremden Agentur übertrüge. Aber wie soll ich denn... Lass mich ausreden. Du bekommst deine Chance. Ab sofort kann deine Agentur über meinen Account für Sportkleidung verfügen. Das ist super. Nicht so voreilig. Ich erwarte positive Ergebnisse. Ich kümmere mich sofort um alles. Und noch was. Ja? Ich beabsichtige weiterhin, die von Anstetten Textilfabrik für die Herstellung der neuen Stoffe für meine Kollektion zu beauftragen. Mutter, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber sollte es zu Lieferschwierigkeiten kommen, erwarte ich als Familienmitglied absolute Präferenz vor anderen Kunden. Das möchte ich vertraglich festgehalten sehen. Wenn du darauf bestehst, kein Problem. So ein Scheiß. Ohne die richtigen Ersatzteile bekomme ich nie einen Ton aus der Kiste. Sophie? Zum Studieren? Wenn du gerade mal hier bist, hier ist die... Die Polizei war da. Mhm. Sie wollten eigentlich zu dir und dann haben sie Klaus Fragen gestellt. Ja. Was wollten die denn wissen? Sie haben sich sehr genau bei ihm erkundigt, wann du an dem Tag, als der Mord passiert ist, nach Hause gekommen bist. Und? Klaus hat nicht auf die Uhr gesehen. Ich glaube, sie halten jetzt nicht mehr viel von deinem Alibi. Wieso? Ich hab denen alles gesagt. Was ich weiß, ich habe meinen Schreibtisch aufgeräumt, die Hansen ist reingekommen, hat Theater gemacht, bin nach Hause gegangen, finito. Überleg dir gut, was du der Polizei sagst. Die tauchen bestimmt bald wieder bei dir auf. Ja, haben sie sonst noch irgendwas gesagt? Nein, aber jemand anders. Mhm. Jan hat angerufen. Achso, ich denke, der ist abgetaucht. Er ist überzeugt, dass du Fritz Konrad ermordet hast. Wir haben geschlossen. Wir öffnen erst wieder heute Abend. Ach, ist denn das wieder? Guten Tag, mein Name ist Julia von Anstetten und ich möchte zu Peter Neumann. Er wohnt hier. Das ist sehr dringend. Ist er da? Ist er da? Peter wohnt nicht mehr hier. Wie? Wo ist er denn hin? Ja, das kann ich Ihnen leider nicht sagen und ich weiß auch nicht, ob er noch mal wiederkommt. Wie? Er kann
kann doch nicht einfach so verschwinden, ohne ein Wort zu sagen. Das kann er doch nicht machen. Kommen Sie rein. Das hat er gesagt, dann muss er einhängen. Jetzt weißt du's. Susanne? Ach, lass mich. Vielleicht begreifst du jetzt, warum ich mich so aufrege. Du lügst mir was vor. Bei mir in der Schwimmhalle, ja. Er war ziemlich von der Rolle, er war total verwirrt. Ich hab's nicht erzählt, weil ich dich nicht noch mehr ängstigen wollte. Meine Mutter hat ihn auch gesehen, er war völlig normal. Meine Mutter hat eine ganz spezielle Brille, vor allem wenn es um ihre Söhne geht. Meine Mutter ist eine sachliche, vernünftige Frau. Okay, Mann, er war da, er hat mich um Geld gebeten. Er wollte irgendwie ins Ausland, das ist doch total idiotisch, sagt doch alles, oder? Stimmt es, dass du der Polizei verraten hast, in welchem Hotel er ist? Ja. Was sollte ich denn tun? Es wäre zu seinem eigenen Schutz gewesen. Er ist immer mein Freund. Freund? Ja, Mann, ich habe wenigstens was getan, ja. Wenn auch das Falsche. Ich weiß echt nicht mehr, was ich glauben soll. Na, glaub mir. Ich habe ihn verraten, ja. Ich begreife ja auch, dass es total kompliziert ist, für dich diesen Fakt zu verstehen, aber... Das wäre das Beste für ihn gewesen. Gib mir mal eine Chance. Peter, bist du so lieb und gibst mir eine Cola? Peter? Peter? Hallo Sophie. Bitte sei mir nicht böse, aber ich konnte nicht anders. Oh, scheiße, nicht mal einschlafen darf, Mann! Sie sind sehr nett. Entschuldigen Sie bitte mein Benehmen von vorhin, aber ich bin völlig durcheinander. Und ich verstehe das auch alles nicht. Ich dachte, er würde mich auch mögen. Zumindest hat er das gesagt. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Manchmal ist es, als würde ich von einem riesigen Magneten zu ihm hingezogen werden. Das macht mir dann schon immer selber Angst. Haben Sie denn niemanden, mit dem Sie darüber sprechen können? Doch. Meine Mutter versucht schon, mich zu verstehen, nur... Alle wollen mir Peter ausreden. Aber ich weiß das ganz bestimmt und ich... Ich spüre das in mir, dass er mich braucht und dass er mich noch liebt. Wenn ich nur wüsste, warum er sich nicht meldet. Manchmal gibt es Dinge, die man besser nicht weiß. Wenn Sie irgendwas wissen, Sie müssen mir das sagen, bitte. Ich weiß, dass er keine andere hat. Er hat mir das selber gesagt. Und ich kann auch alles aushalten, aber nicht mehr diese Ungewissheit. Peter hat eine andere. Sophie. Sie ist schwanger. Sie sind zusammen fort. Nein.